Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part haben wir uns aufgemacht in den Unterwasserreaktor von Yunon. Und genau dort befinden wir uns jetzt und sind gerade dabei, ein U-Boot zu kapern. Nein, nein, das ist furchtbar. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich will nicht sterben. Es ist hier zu vieles, was ich noch tun muss. Ich bin nicht einmal dazu gekommen, meinen besonderen Siegestanz im Kampf zu tanzen. Okay, dann wird das dein erster Sieg sein. Na los, zeig's ihnen. Jawohl. Genau, das sind nämlich unsere Leute, mit denen wir uns die ganze Zeit immer diese Tänze geübt haben damals. Und denen wir diesen Spezialbewegungen gezeigt haben. Wieder da, keine Gnade, Leute. Zum Angriff. Aber wir können auch einfach sagen, wir nehmen euch gefangen. Dann bleiben sie nämlich am Leben. Hilfe, bitte. Tut mir leid, ich halte das nicht mehr aus. Die Enge, das Schwanken, der Motorenlärm. Oh, Cloud wird wieder ein bisschen, ja, seekrank. Verdammt, ich muss wieder zurück an die Luft. Hey, es bewegt sich. Ist mir schlecht. Cloud, tu doch was. Du hattest recht. Es geht wirklich, mir wirklich ein bisschen besser, seit ich am Ruder bin. Alles wird gut. Du belastest es nur mir. Ich schaue von hier aus zu. Ich halte die Luft an. Beeilt euch. Ja, Yuffie ist nämlich da ein bisschen schlecht. Tja, und nun das Handbuch lesen. Betriebsanleitung für Anfänger. Tastenbelegung. Pfeiltasten. Oben tauchen. Links Backbord. Rechts Steuerbord. Unten auftauchen. Okay. Menü volle Kraft. Okay. Torpedofeuer in Abbruch. Geringe Fahrt. Okay. So, jetzt kommt nämlich ein anderes Minispielchen. Und zwar können wir nun U-Boot fahren. Und feindliche U-Boote können nur innerhalb des Ordnungsbereichs entdeckt werden. Verfolge das feindliche U-Boot und erfasst dein Ziel. Drück OK, um den Torpedo abzufeuern. Die Minen sind darauf, sind auf dem Monitor über den Anzeigen zu sehen. Sei vorsichtig, die Minen können großen Schaden anrichten. Ziel erfasst, versenke Leit-U-Boot mit großer Materie. Zeit 10 Minuten. Tipps: Erstens, schalt feindliche U-Boot aus. Zweitens, das rote Leit-U-Boot konzentrieren. Öffne das Feuer. Mit drittens, wenn du das Ziel verlierst, drück die B-Runter-Taste und verwende das Radar. Okay. So, es gibt hier nämlich noch eine Sache. Einmal mehr muss man hier jetzt das nicht schaffen. Allerdings wollen wir es natürlich schaffen. So, auf geht's. Wir wollen das rote Leit-U-Boot haben. Ja. Okay. Es war doch nicht auf okay. Sondern es ist auf Viereck. Und da haben wir es auch schon erwischt. Es ist echt sehr einfach. Man hat 10 Minuten Zeit, um das Ding kaputt zu machen. Der Sound ist echt merkwürdig hier. Aber okay, wir haben es geschafft. Und wir haben damit auch das Shinra-U-Boot geklaut. Uff, wir haben es geschafft. Große Materie müsste sich jetzt am Grund des Meeres befinden. Wir wollen weitersuchen. Achtung, alle Shinra-U-Boot-Einheiten, hören Sie? Achtung, alle Shinra-U-Boot-Einheiten, hören Sie? Das muss von Shinra kommen. Nummer 2, komm! Sieh zu, dass Sie aufhören, sag halt irgendwas. Okay, lass mich mal. Hier Shinra 2, alles normal. Roger. Deine nächste Mission ist, zum Yunon-Dock zu bekehren. Wir werden die große Materie vom Flughafen weiterleiten. Alle anderen ohne Sonderaufgabe melden sich zum Wachdienst. Das ist alles. Over und Ende. Flughafen Yunon. Wenn wir uns beeilen, können wir es schaffen. Vergiss die große Materie für einen Moment. Wir steigen auf. Auftauchen. Ah, meine Ohren. So. Tatsächlich können wir nämlich jetzt U-Boot fahren. Allerdings gerade nicht selber gesteuert. Wie du ein U-Boot steuerst. Klick OK, um einzusteigen und dich vorwärts zu bewegen. Klick auf Abbrechen, um auszusteigen. Sachen. Man kann es immer an Stellen wie diesen, also hier an diesen komischen braunen Einbuchtungen, kann man das wieder betreten. Also wir könnten jetzt hier rein theoretisch U-Boot fahren, könnten mit, also mit X abtauchen und könnten jetzt hier so ein bisschen umherfahren. Was mich gerade wundert, ja, okay. Da schwimmt Weapon rum.
Nicht irgendeine Weapon, nein, Smaragd-Weapon. Und wenn er schon einmal da rumschwimmt, würde ich mal sagen... nein. Würde ich glatt mal behaupten... Man hat so eine kleine Sache mit sich noch. Und zwar ist er nicht immer an derselben Stelle. Sondern ab und an schubt er woanders rum. Man kann hier übrigens nicht... Also man hat hier keine Kämpfe. Hier ist übrigens das andere U-Boot. Da können wir jetzt jederzeit hin. Sollten eigentlich hingehen können. Ah ja, jetzt hier. Das heißt, das Light-U-Boot. Ist ja, ich nur daran denke, und mich bei übel. Da ist Material gebogen. Kein Schaden zu sehen. Puh, das ist gut zu wissen. So, dann haben wir nämlich auch die große Materie bekommen. Wir hätten sie jetzt eigentlich erst später holen sollen. Das ist aber relativ egal, ob wir sie jetzt holen oder nachher. Aber wenn wir einmal hier sind, können wir es auch jetzt machen. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Okay, wenn ich jetzt gerade die Materie geholt habe, ist es vielleicht schlecht jetzt gerade, dann auf Crashkurs mit Weapon zu gehen. Dann sollte ich wenigstens erst nochmal kurz zurückgehen und speichern. Mit dem U-Boot werden wir uns sowieso noch ein bisschen, später umgucken. Aber ich will jetzt euch einfach nur mal Weapon demonstrieren. Aha. Da diesmal schwimmt er nicht, sondern steht sogar nur rum. Es gibt so ein paar Orte, da steht er dann einfach oder er schwimmt eben hier in dieser Gegend rum. Wenn man dann an ihn ranfährt, beginnt direkt der Kampf. Man kann sogar wegrennen und man hat 20 Minuten Zeit. Wenn diese 20 Minuten ablaufen, ist man tot. Und ihr könnt schon sehen, also... Ultima Weapon war im Gegensatz zu dem Ding nichts. Ja. Das musste mal gezeigt werden. Also am besten noch nicht mit Smaragd Weapon anlegen. Denn das ist, meiner Meinung nach fast der schwerste Gegner schlechthin. Es gibt noch ein Weapon, welcher stärker ist. Allerdings kann man den kann man gegen den eine Taktik fahren, die den Kampf sehr, sehr einfach macht. Während man bei ihm hier es nicht ganz, ganz so einfach machen kann, meiner Meinung nach. Und deswegen sage ich, das ist wahrscheinlich der stärkste Gegner, wenn man davon ausgeht, wie man gegen sie kämpfen kann. Also wenn man alle Tricks nutzt. Sei es mal so. Aber natürlich ist auch dieses Weapon, wenn man genau weiß, wie man gegen ihn kämpfen muss, relativ einfach zu besiegen. So. Aber wie gesagt, es gibt nicht so eine ganz einfache Methode wie bei dem anderen eigentlich stärkeren Weapon, welcher dann wirklich den Kampf zum Selbstläufer macht. Aber das werde ich alles noch später demonstrieren. So, stattdessen müssen wir jetzt erstmal hier zum Bahnhof, zum Flughafen. Und da fliegt leider ein Flugzeug schon direkt los. Das ist nämlich auch das mit der großen Materie drin. Oh nein, die große Materie. Nur knapp. Wir versuchen es. Wohin fliegen sie? Natürlich nach Rocket Town. Genau, die wollen ja die Rakete hochjagen. So, hoffentlich geht alles glatt. Bis wir in Rocket Town sind, dann haben wir fast unseren Auftrag erfüllt. Ich sag's dir gerne, die wichtige Aufgabe steht uns noch bevor. Wir müssen das Zeug noch transportieren. Das Zeug.
ihr meint. So. Ich nutze jetzt einfach mal ein Zelt. Muss ja noch welche haben. Ah, da. Ah, wunderbar, da bleibt sogar unser Zornmodus da. Sehr schön. So. Dann wieder schnell raus aus Junon. Luftschiff und dann schnell nach Rocket Town. Ah ja, genau, das habe ich noch nicht gesagt. Wir haben jetzt das graue U-Boot. Es gibt allerdings auch eine Möglichkeit, wie man das rote U-Boot haben kann. Sieht halt ein bisschen schöner aus, allerdings muss man dafür dieses Spiel verlieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob man dann immer noch die großen Materia bekommt. Also alle. Es gibt 4 große Materia und ich bin mir nicht sicher, ob man die dann überhaupt noch bekommt, wenn man dieses Spiel verliert. Aber man hat dann halt stattdessen ein rotes U-Boot. Wem es gefällt. Aber wie gesagt, ich habe es selber noch nur einmal probiert, aber ich weiß halt nicht mehr, ob man dann noch die Möglichkeit hat, überhaupt an die große Materie heranzukommen. Und an die heranzukommen ist meiner Meinung nach sogar ein bisschen wichtig. Muss nicht mal alle haben, aber es gibt da so eine Sache. So, hi. Die Melodie. Schon nicht schön. Was will der junge Präsident Rufus bloß mit all diesen Technikern? Will Shinra die alte Schrottkiste hier wirklich starten? Aber warum jetzt? Wir sind ein paar Shinra-Leute, die fummeln mit der Rakete rum. Ist alles in Ordnung mit meiner Rakete? Schauen wir mal. Was die hier vorhaben. Es sind auf jeden Fall einige da oben. Ein Spektakel. Gleich was passiert? Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt. Ihr solltet hier lieber weggehen. Wenn die Rakete echt starten, dann wird das hier in der Gegend echt gefährlich und heiß. Die Terroristen sind hier! Ey! Sag doch nicht gleich Terroristen und so. Das ist echt. So. Bam, bam. Bleibt auch gleich so. Lass sie keinen Schritt weiter. Alle zum Angriff. Ach ja. Ihr habt doch keine Chance gegen uns. Lass das doch einfach sein. Hats. Und was? Nächsten bitte. Ach, du gehst nirgendwo hin. Oh, doch. So. Der Hauptmann ist so ein komisches Ding wieder. Aber alles weiterhin kein Problem. Werfen schon ein paar Granaten und so ein Zeug. Alles recht uninteressant. Okay, sie schlägt uns Hit ein. Eher interessant. Das war meine Maus. So. Na, ja, das natürlich wieder nicht. Doppelt nicht. Aha, ich meine, es ist wieder wach. Aber kann den Kill nicht holen. Na, komm, na gut, dann nicht.
Ich wollte es jetzt dem Kill überlassen, aber er wollte ja nicht. Nun gut. So. Weiter geht's. Verdammt, was haben die bloß mit meiner Rakete vor? Ich muss raus hier, Cloud. Ich schmeiß diese verdammten Schienen aus meiner Rakete raus. Alles klar. Bin ich voll dabei. Bam, 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 bam. Hi. Du schon wieder. Wir werden jeden beseitigen, der sich Shinra in den Weg stellt. Und Tatsache, ein Kampf gegen Root. Auch interessant, dass er mal gegen uns kämpft. Alleine jetzt so gesehen. Hauen dann voll auf den Typen ein. Ich glaube nämlich jetzt nicht, dass Root irgendwas Besonderes drauf hatte, deswegen denke ich mal, dass wir das hier ganz locker schaffen sollten. Das glaubt natürlich nicht. So, Schaden. Alles unproblematisch. Und damit bleibt nur noch Root übrig. Zauberbarriere. Ich greife gerade nur 5 Schaden insofern. Mach du nur. Hit 2. Okay. Halt sitzt sogar noch. Und Heilung 2. Okay, das ist interessant. Hat seine Zauberbarriere ihn jetzt weniger geheilt? Der verschwindet. Das ist interessant. Warum verschwindest du hier? Ah, sie haben uns. Okay, er lebt aber noch. Sehr schön. Du, warum bist du hier? Blut von Türks sollte hier sein. Pech, die sind da drüben. Oh Mann, wenn man die Türks so reinlegt. Aber ich lasse sie nicht durch. Immerhin, das muss man dem lassen, obwohl ich jetzt Root ziemlich verprügelt habe, stellt er sich immer noch auf den Weg. Mut hat er ja. Oder Pflichtgefühl, sagen wir mal so. Nur bringt tut sie nichts. Hey, was zum Teufel macht ihr hier? Hey, gerade als ich gedacht habe, es ginge los, da kommst du zurück, Captain. Hör mir zu, Captain. Wir werden diese Rakete starten. Hä? Was redet ihr da? Wir werden eine Materia-Bombe laden, den Meteor in die Luft jagen. Unsere Rakete wird den Planeten retten. Ah, Mann, das ist so cool. Moment mal. Halt den Mund und sei still. Wie sieht's mit der Rakete aus? Ziemlich okay. Aber wir wollten sie mit dem Autopilot in den Meteor steuern, aber das wichtigste Teil ist kaputt. Kaputt? Wie sieht es mit der Reparatur aus? Scherer macht das. Ah, na klasse. Ihr seid wirklich tolle Echte. Sie wird 100 Jahre brauchen. Ich übernehme. Macht euch keine Sorgen um den Autopiloten. Na mach schon, na los, erzählt's allen. Okay, Captain. Viel Glück. Hey Sid, was machst du da? In der Materie stecken Generationen von Erkenntnissen und Weisheit. Wir werden uns diese Ausländer dem Planeten von Sephiroth retten. Wir dürfen auf keinen Fall die große Materie verlieren, hast du das verstanden? Ja, verstehe. Ich weiß, dass die Materie wertvoll ist und ich verstehe auch, was du denkst. Aber hör mal, mir ist es scheißegal, ob es Wissenschaft oder Zauber ist. Nein, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber auf die Wissenschaft setzen. Menschen, die sich nur auf dem Boden fortbewegen, können jetzt fliegen. Nun gehört uns auch der Weltraum. Die Wissenschaft ist eine von Menschen entwickelte Macht. Und vielleicht ist das, die den Planeten retten kann. Ist sie es, die den Planeten retten kann. Dank der Wissenschaft hatte ich mein Auskommen. Für mich gibt es daher nichts Besseres.
Jetzt hör endlich auf damit, dich zu fragen, was Shinra machen wird. Ich möchte später nicht bereuen müssen, nichts getan zu haben. Aber Sid, halt's Maul, ich will nichts mehr hören. Also gut, an die Arbeit. Alle, die nichts zu tun haben, raus hier. Was zum Teufel? Was ist passiert? Hey, hey! Palmer, was zum Teufel hast du gemacht? Sie haben gesagt, dass sie den Autopiloten repariert hätten. Da habe ich sie gestartet. Verdammt, Chera, warum ist sie ausgerechnet heute mal schnell? Ah, verdammt, gib kein bisschen nach, total blockiert. Hey, 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 beinahe Start. Was zum? Kein Countdown? Ohne ist es irgendwie nicht dasselbe. Hey, 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 Abschuss! Da hast du deinen Countdown. Was meinte ich, wenn die Typen jetzt immer noch daneben stehen? Es wird leicht heiß. Und Ruth sollte am besten auch von da oben weg sein. Wow, das fegt nämlich ganze Häuser kaputt. What the hell? Sie hebt ab. Ich hab's endlich geschafft. Der Weltraum. Lass mal sehen, wie ist der Kurs programmiert? Ja, wir fliegen Richtung Meteor. Hey, Alter, tu was! Diese verdammte Palme hat alles getan, um den Autopiloten zu sperren. Wir können wahrscheinlich den Kurs nicht ändern. Ist das das Ende? Hä? Was sagst du da? Du bist doch jung und gibst du einfach auf? Ich werde nicht in den Meteor rauschen. Wart's nur ab. Ich habe einen Notmechanismus in der Rakete. Das ist genau dieser Art Notfall. Ich habe den Verriegelungscode des Notmechanismus entschlüsselt. Wir hauen ab, bevor wir mit dem Meteor kollidieren. Was wir mit der großen Materie machen? Wenn ihr sie nicht wollt, vielleicht könntet ihr sie ja mir geben. Macht damit, was ihr wollt. Die Materie müsste da oben sein, wenn ihr die Leiter hochsteigt. Sicher? Weiß nicht. Aber ich weiß, was ich vor einer Minute gesagt habe. Vielleicht wollte ich einfach nur ins Weltall. Warum macht ihr nicht einfach alle, was ihr für richtig haltet? So, und wir halten für wichtig, die Materie zu holen. Wir haben endlich die große Materie gefunden. Es ist so aufgebaut, dass die Verriegelung geöffnet wird, wenn wir den Zugangscode an diesem Steuerpult eingeben. Okay. Eingabe versuchen, ja. Zugangscode eingeben. Hey Cloud, du weißt, wie das funktioniert, oder? Wenn die Meldung erscheint, Zugangscode eingeben, okay, Abbruch, Menü oder Wechseln drücken. Wenn du den richtigen Code eingibst, öffnet sich der Riegel und du bekommst die große Materie. In welcher Reihenfolge soll ich den Code eingeben? Ich weiß nicht, versuch's einfach nach dem Zufallsprinzip. So, ich habe mal 3 gedrückt, Viereck, X, Kreis. Zugangscode falsch. Nutzer nicht berechtigt, System wird in 3 Minuten aktiviert. Sieht aus, als hättest du den falschen Code eingegeben. Wenn ich den richtigen Code eingeben, bevor das Schutzsystem aktiviert wird, kommen wir nicht an die Materie heran. So, wir können jetzt hier irgendwas eintippen. Am Zufallsprinzip. Ich habe gehört, es gibt einen Zugangscode, den nur Top-Leute von Shinra kennen. Wahrscheinlich ist es dieser Code. Versuche mit ein paar Codes und ich versuche mich an den Code zu erinnern. So, man kann einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich glaube nicht, dass der zweite Code Abbruch war. Also der zweite ist kein Abbruch. Ich hab's vergessen, lass mir ein bisschen mehr Zeit. Ich denke, eine Taste musst du zweimal drücken. Also die zweite ist nicht Abbruch und irgendeine muss man doppelt drücken.
Ich denke, eine Taste musst du zweimal drücken. Er sagt immer noch dasselbe. Oh, und ich habe den richtigen gedrückt. Der richtige müsste eigentlich bestätigen, wechseln, Abbruch, Abbruch sein. Den habe ich jetzt dann wahrscheinlich aus Versehen zufällig gedrückt. Aber egal, er gibt einem auf jeden Fall die Tipps, dass man sich das dann zusammenbauen kann. Aber original, wie gesagt, Kreis, Viereck, XX. Und dann bekommen wir die große Materia. So, mehr wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich jetzt noch so ein bisschen quatschen lassen, dass er uns erzählt, was denn los ist. Und wir gehen jetzt hier herunter. Sieht nicht nett aus. Tatsächlich explodiert. Ah, verdammt, mein Bein steckt in den Trümmern fest. Sid! Ich schaff das nicht allein. Kümmere dich nicht um mich. Los, schnell, verschwinde. Wenn du dich nicht beeilst, wird die Rakete in den Meteor hineinkrachen. Ich kann meine Freunde nicht zurücklassen. Verdammter, du hast keine Zeit, dich um andere zu kümmern. Ich werde tun, was ich kann. Ach, du bist bescheuert. Du bist wirklich absolut bescheuert. Tank 8 ist explodiert. Tank 8. Hat also wirklich nicht richtig funktioniert. Scherer, du hast recht gehabt. Aber mit mir ist es aus. Sag das nicht, Sid. Sie ist tatsächlich auch noch an der Rakete. Hey, Scherer! Ich bin hinterhergekommen. Ich will euch helfen. Du Blöde! Tut mir leid. Mit Scherer haben sie es geschafft, das Ding wegzukriegen. So ein Mechanismus geht's hier entlang. Beeil dich! Schnell, ich werde den Notmechanismus ausklicken. Hey, Scherer! Fliegt diese Kiste auch wirklich? Ich denke schon, ich habe ihn überprüft. Da bin ich erleichtert. Danke. Und da haben wir eine kleine Rettungskapsel. Das ist also der Weltraum. Mann, es ist wirklich wahr. Ich bin hier im Weltraum. Bis dann, Shinra 26. So, unsere Kapsel geht wieder in Richtung Erde. Während die Rakete mit oder ohne Substanz. Vollkommen egal, ob man eine gekriegt hat, ob man alle Substanzen weggenommen hat, ob es alle Substanzen in der Rakete sind. Die Rakete fliegt auf in den Meteor. Eine riesige Explosion. Wie gesagt, es hat ein bisschen den Meteor angekraxt, aber die einzelnen Teile werden einfach durch eine Energie zusammengehalten und sind weiterhin auf Kollisionskurs. Es hat nichts geändert und auch die großen Substanzen wären einfach nur verloren gewesen zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn die Leute drauf gehofft haben, dass es vielleicht doch funktioniert.
sie jetzt einfach nur noch verzweifelt. Der Plan von Rufus war ein Reinfall. Was für eine Pleite. Ich hoffte, es würde klappen. Wir haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Aber es ging nicht anders. Ob das ein Fehler war? Das beunruhigt dich, stimmt's? Mach dir keinen Kopf, denk lieber nach. Hey, die Frau hat recht. Du machst dir zu viele Sorgen. Alles bricht zusammen und wird nur noch schlimmer. Klingt sehr optimistisch. Hast du eine Idee? Ich habe über vieles nachgedacht, als ich von da oben den Planeten betrachtete. Sogar dann, als wir mehr in der Rettungskapsel trieben. Ich habe auch nachgedacht. Über das All, den Planeten, den Ozean. So groß und weit. Wohin ich auch gehe, was ich auch tue, ändern wird das nichts. Vielleicht hast du recht. Aber dann hatte ich einen Gedanken. Ich dachte immer, dieser Planet sei so riesig. Aber aus dem All sah ich, wie klein er ist. Ganz allein in der Finsternis und so hilflos. Und im Inneren Sephiroth, der wie eine Krankheit an ihn naht. Ich meine, dieser Planet ist wie ein Kind. Ein Kind, krank und ängstlich und so verloren im All. Jemand muss ihn beschützen. Dieser jemand, das sind wir. Sid, das ist wundervoll. Ja, Sid, sogar ich hab's kapiert. Was tun wir jetzt? Wie können wir den Planeten vom dem Meteor beschützen? Darüber denke ich immer noch nach. Und Yuffie geht erstmal wieder kotzen. Hä? Hast du das gehört? Ein Schrei des Meteors? Oder des Planeten? Hey, wie können wir denn wissen, dass es wirklich ein Schrei des Planeten ist? Habt ihr den vergessen? Bugenhagen hat es uns erklärt. Bugenhagen. Besuchen wir Opa. Auf nach Cosmo Canyon. Er kann uns sicher etwas sagen, was uns weiterhilft. Ja. Das wird dann auch Level 10 inzwischen. Sehr schön. Unser nächstes Ziel. Vorher allerdings wollen wir nochmal hierher. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht. Aber ich probiere es mal. Hi. Meine kostbare Rakete, sie ist weg. Ich weiß schon. Egal wie genau ich hinsehe, die Rakete bleibt verschwunden. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Nenn es von mir aus die Marotte eines alten Mannes. Tut mir leid, dich damit hineinzuziehen, aber für mich ist es eine Art Hobby. Aber nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Die Venushymne. Ich möchte, dass du darauf aufpasst und es benutzt. Oh, ja. Schau dir das an. 97, 103 und keine Wachstum. Das ist die ultimative Waffe für Sid. Ich weiß nicht mehr genau, was es für einen Effekt hat. Das kann ich nochmal nachgucken. Aber das ist unsere erste ultimative Waffe, die wir haben. Und ja. Die werden wir erstmal nicht benutzen, weil sie kein Wachstum hat. Aber als Waffe definitiv sehr brauchbar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass desto weniger HP Sid hat, desto stärker wird die Waffe oder sowas im Kampf. Ich glaube aber leider, bei Sid war die Waffe tatsächlich einigermaßen schlecht, sagen wir es mal so. Okay, nächster Halt wäre dann Cosmo Canyon. Und ich würde auch mal sagen... Achso, ich kann hier wieder nicht landen. Ist hier irgendwo einen besseren Ort zum Landen? Ich glaube nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann... beim nächsten Mal, wenn wir dann zum Cosmo Canyon gehen. Der Part war mehr als lang genug. Also, bis dann!